Ich war weg, bis der Kopf verdammte Retro kam. Denke nur an mich und jeder nennt mich jetzt den Egoman. Startet durch und sagt dir, Vatio, du bist echt so übertrieben. Scheiße, warte mal, du bist Narko, jo, und schlecht. Und deshalb gehst du aufs Gewicht los. Wieso rappst du Zeilen und machst dann immer auf gesichtslos? Ey, da fällt mir ein, Retro will der Beste sein. Und demaskiert auch ich dem Vogel effektiv die Fresse ein. Und du willst Beef? Gönn mir erstmal Fettpommes. Bringe fettes Zeug, so wie die Teamleiter bei McDonalds. Dieser Rapper, der das Ganze auch im Loop rockt. Denn du Hundesohn bist für mich lange noch kein Snoop Dogg. Wie oft wurdest du auf YouTube geklickt? Denn wenn ich will, dann wirst du nochmal so vom Fuku gefickt. Gut bist du nicht und dicker doof warst du als Rapper nie. Denn ich mach dich im Battle von dem Dennis zu einer Stephanie. Darf ich vorstellen? Dieses Waschweib ist Retro und ist der Inbegriff vom Ghetto. Ey, keiner, der mich jemals fickt, der nach der Runde gegen mich verliert, der merkt sein Gesicht. Darf ich vorstellen? Dieses Waschweib ist Retro und ist der Inbegriff vom Ghetto. Ey, keiner, der mich jemals fickt, der nach der Runde gegen mich verliert, der merkt sein Gesicht. Steffi, was, hä? Du rappst, als wär die Nase dicht. Ich warne dich, ein Wort und ich schick dich zurück zum Straßenstrich. Fuck es dich, du willst nicht, dass die hübsche Nase bricht. Dieser Part hat Steffi ziemlich übel in den Arsch gefickt. Ihr feiert Tat, dass ich mir diesen Typen kauf. Doch wenn du mich frontest, setz dir wenigstens ne Tüte auf. Könnte sein, dass diese Stefanie ne Kati war. Zumindest hat die Retro-Fotze sicherlich ne Vagina. Ja, ich weiß, zum Battle geht's jetzt echt nicht fit. Muss nicht mal erwähnen, dass der Retro ziemlich hässlich ist. Aber das erklärt die Werte kurz, denn ich red nicht vom Essen, wenn ich sag, du stehst auf Pferdeburg. Darf ich vorstellen? Dieses Waschweib ist Retro und ist der Inbegriff vom Ghetto. Ey, keiner, der mich jemals fickt, der nach der Runde gegen mich verliert, der merkt sein Gesicht. Darf ich vorstellen? Dieses Waschweib ist Retro und ist der Inbegriff vom Ghetto. Ey, keiner, der mich jemals fickt, der nach der Runde gegen mich verliert, der merkt sein Gesicht. Und jetzt weiß jeder, du bist widerlich. Ein Battle gegen mich und das gewinnst du leider wieder nicht. Wieder nix, auch wenn er nichts für seinen Namen kann. Ist der Arsch von Kati heute weltbekannt als Samenbank. Aber was willst du noch schreiben, wenn du weißt, dass wir uns einfach um ein paar Jahre unterscheiden? Wirklich lustig, wie die Szene es kennt. Für dich gibt's dauernd auf die Fresse wie beim BDSM. Hey, diese Punches waren noch so nie da. Ich teil so heftig aus, ich halt mich selbst schon für eine Domina. Kati, nur ne Fotze, die nicht rappen kann. Blockrime ist die Crew und diese schickt dir gleich den besten Mann. Darf ich vorstellen? Dieses Waschweib ist Retro und ist der Inbegriff vom Ghetto. Ey, keiner, der mich jemals fickt, der nach der Runde gegen mich verliert, der merkt sein Gesicht. Darf ich vorstellen? Dieses Waschweib ist Retro und ist der Inbegriff vom Ghetto. Ey, keiner, der mich jemals fickt, der nach der Runde gegen mich verliert, der merkt sein Gesicht.